Wir haben das Spiel beide über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der es in den USA gespielt hat und völlig begeistert war und es unbedingt hier in Deutschland auch braucht, der sich hier ein Brett selber zusammengebaut hat, irgendwie zum Baumarkt gefahren ist, Bretter gekauft hat, Material für die Säckchen, Mais und so weiter und das dann selber gemacht hat. Und das hat uns eben auf die Idee gebracht, Cornhole dann auch, Cornhole, wie das in den USA original heißt, das Spiel, wollten wir hier eben als Konifeds mit Münsterbezug auf den Markt bringen und haben deshalb dann jetzt Anfang des Jahres so richtig gestartet mit der Entwicklungsphase und so weiter. Und haben jetzt eben seit ein paar Monaten das fertige Produkt und vertreiben das hier in Münster. Was macht den besonderen Reiz von Konifeds aus? Das Schöne ist, auch im Gegensatz zu anderen Spielen, dass wirklich jeder kann. Also es ist egal, wie alt du bist und wie sportlich du bist. Man sieht das immer, die Leute sagen, ach nee, ich kann nicht werfen. Und dann geben wir denen diese Säckchen und sie werfen und nach 5 Würfen, also wir verlieren häufiger mal gegen Leute, die es zum ersten Mal spielen. Und ja, dass es einfach bei jedem eine Begeisterung auslöst, ist das Schöne an dem Spiel. Das heißt, ein Einzelspieler oder ein Zweierteam hat 4 Säckchen und wirft im Wechsel diese Säckchen. Nach den jeweils 4 Würfen zählt man die Punkte. 3 Punkte, wenn das Säckchen ins Loch geht, 1 Punkt, wenn er auf der Platte liegen bleibt. Hat Team 1 9 Punkte und Team 2 5 Punkte, bekommt das erste Team 4 Punkte, also die Differenz aus einer Wurfrunde und führt damit mit 4-0. Und welches Team zuerst 11 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Also wir kürzen es gerne ab, indem wir nur bis 11 spielen. Dann dauert ein Spiel so 5-10 Minuten. Und wenn man viel Zeit hat und nur 1-1 im Garten spielt, dann kann man das auch nach den Originalregeln bis 21 spielen. Wir spielen lieber aus so einer gefühlten Distanz von 6 Metern. Wenn man für Kinder, man kann auch näher rangehen auf 3 Meter für kleine Kinder. Also wir machen es so nach Gefühl meistens 6-7 Meter. Eine Kunst ist es, wenn die eigenen Säckchen auf dem Brett liegen, mit dem nächsten Wurf sie mit ins Loch zu ziehen. Oder die Säckchen des anderen sogar von der Platte wegzuschieben. Da kann man am Ende ein bisschen strategisch dann spielen. Und deswegen ist das Schöne, dass man im Wechsel wirft und dadurch halt so ein bisschen neben dem reinen Wurfgeschick dann auch noch strategisch spielen kann.